Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond a Steel Sky. Hallo, ich bin wie immer auch dabei. Kanicha ist auch dabei. Und wir sind hier immer noch im Aspiration-Komplex. Wie heißt das? Keine Ahnung, irgendwas sollen wir da putzen, haben wir gemacht und wir kommen trotzdem nicht weiter. Ja. Aber Loris wird jetzt den Code knacken. Aber wir haben gerade eben auch noch festgestellt beim Laden, dass hier noch ein Kakadu rum. Genau, vielleicht kannst du da irgendwas machen. Wo ist der denn? Gerade genau da oben. Den anlocken mit der Wurst. The poor thing looked unloved and hungry. Wir haben doch die Wurst. Natürlich. War der die ganze Zeit da? Also gehört habe ich ihn die ganze Zeit. Aha. Okay, jetzt haben wir ihn ausgelöst und jetzt putzt er, oder? Das war doch der Plan. Oder habe ich das vielleicht wieder umgestellt? Du musst noch mal gucken. Ich glaube nicht. Hallo? Wie kann ich hier hacken? Rechte Maustaste? Die drücke ich die ganze Zeit. Da holt er eigentlich immer den Sensor raus. Mhm. Ging nicht? Macht er nicht. Hallo? Warum macht er das nicht? Steuerung? Maus. Umsehen. Hacken. Okay. Genau, hacken, ne? Und? Ja, macht er nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das soll. Halt, was war denn da links? Das sah irgendwie aus wie eine Riesenwurst. Offener Bereich. Was ist das? Das hatte ich gerade eben nicht. Okay. Das scheint ein komischer Bug zu sein. Aber jetzt kann ich wieder hacken. Okay, super. Es ging halt um die Wurst. Also bei der Wurst hört der Spaß auf und die Arbeit. So, also Schädlingsroutine, Hologrammanzeigen, Ambitionstag, Schädlinge entfernen. Hm. Okay, dann müssen wir das vielleicht nochmal mit anderen verbinden. Ja. Oh, jetzt hast du ja nur eins angezeigt. The gang gang snatched the mini K before the vermin droid could reach it. It was obvious which one was smarter. Ja, nicht der der Reiniger da, Schädlingsbekämpfer. Hm. Weiß nicht genau, was das hier mit sich auf sich hatte. Müssen sie hier zwischenstellen, oder? Hier ist Putzen. Putzen war doch angesagt, oder? Mhm. Du kannst eigentlich auch nochmal alles zurück auf Null stellen. Und dann nochmal von vorne probieren. Okay. Oben rechts. Wenn man auf Anwenden geht. Achso, der reinigt nur. Also die Sprinkler gehen und gerade eben gingen die, glaube ich, eine Weile nicht. Jetzt sind die ja die ganze Zeit am Bewässern. Mhm. Das war jetzt gerade eben schon ausgestellt. Also wir wollen, dass der dann putzt. Und zwar als Hologramm. Keine Ahnung. Also das ist dieser Schädlingsbekämpfer, ja? Mhm. Der soll putzen, okay. Und das lösen wir aus, indem wir dem Kakadu nochmal anlocken. Kakadu, wo ist der anlocken denn? Kannst du mal nach oben gucken? Da ist er. Da ist er. Hey, Feathers! Und hinter dir ist wieder die Wurst. Oh. Achso. Offener Bereich. Okay, das ist anscheinend miteinander gekoppelt, deswegen konnte ich nicht hacken. Hm. Vielleicht kannst du die Wurst gleich mal woanders hinwerfen. So, zack. Okay, und der, was macht der jetzt da oben? Guck doch mal bitte hoch. Okay, nee, er macht nichts. Snatched the mini K before the vermin droid could reach it. It was obvious which one was smarter. Hm. Also er sieht den Kakadu und
und kommt trotzdem. Er soll ja eigentlich putzen. Nein, er zeigt Putzen an. Nee, leider nur dort. Kannst du jetzt was machen, wenn der angeflogen kommt? Vielleicht da mit diesen Klauen und mit dem? Wenn du dich mehr an den Clown ranstellst? Der Clown hat nur... Gleich kommt er doch. Jetzt? Nee, es ist ein... Immer nur eins? Da kann ich nicht eingreifen. Also der Automat zeigt rot an. Alarm normal. Vandalismus-Sensor. Aber warte mal, ich habe auch die ganze Zeit nicht das Getränk ausgeben lassen. Wollen wir das mal probieren? Das können wir machen. Kriegen wir dann ein rotes Getränk? Na gut, probieren wir es mal. Weißt du, so wie am Anfang bei der Union City, da hatten wir da auch was gemacht. Didn't exactly support a thirst for Spankles. Ja, schon. Und dann hat er doch irgendwie Alarm gegeben und dann kam dieser andere Roboter angefahren und hat irgendwie gesagt, dass hier irgendwas verkehrt läuft. Mhm. Entschuldigung, ich musste mal husten. Macht nichts. Okay, den Aufzugscanner können wir nicht hacken. Das hier haben wir jetzt beides auf 100%. Ja. Wenn Wasser an ist und wenn Wasser aus ist. Die Sprinkler gehen jetzt irgendwie. Aber die gehen, glaube ich, die ganze Zeit. Und das Ding? Kann ich das vielleicht irgendwie kaputt machen? I needed a mess. But blatant vandalism wasn't the way to do it. Also er braucht Chaos. Weißt du, damit sie Aufseherinde abgelenkt ist. Vielleicht. Aber wie können wir da Chaos verursachen? Ups, Entschuldigung. Fortsetzen. Außenbereich reinigen. Innenbereich reinigen. Außenbereich ist richtig, ne? Mhm. Auffüllen auf Level 0. Lösen. Werbung für Bürgerladen. Werbung laden. Wie können wir denn Chaos verursachen, Loris? Ich weiß nicht genau, ob diese Ansage des Chaos verursachens unbedingt... Doch, das sollen wir doch irgendwie machen, damit die von unten von ihrem Kontrollposten da mal abgelenkt ist und dann hochkommt wahrscheinlich, was ist denn da los? Nee, ich glaube, das ist nur, wenn wir an irgendwas dieses Metall anwenden wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da auf der richtigen Fährte bist. Ich denke eher, dass wir putzen müssen. Ist das hier? Nix. Ich glaube, dass ich richtig liege. Wohlergehen. Das hatten wir noch nicht. Nö. Aber das Gerät steht zu weit weg, finde ich. Mhm. Also da können wir nichts. Kannst du mal an die Hinweise gehen? Also da kommt ja immer Ziel erreicht und da, wo du gerade eben warst, so als würde man das Spiel speichern wollen, kann man in die Hinweise gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Oben rechts. Vielleicht gibt es das irgendwas. Was steht da? Ich muss
die beeindrucken. Dadurch erhalte ich vielleicht Zugang zum Kontrollraum. Wie mache ich das? Siehst du die ganze Unordnung beim Baum? Nächster Hinweis verfügbar in 24 Sekunden. Gut. Okay. Ja gut, aber dann können wir da vielleicht gleich nochmal gucken. Mhm. Okay, also dann hat das doch mit dem Baum zu tun. Dass da die Wimpel entfernt werden müssen. Ja. Und da kommen wir ja erstmal so alleine nicht ran. Und der ist ja schon auf Putzen eingestellt. Also der ist ja nicht auf Schädlingsbekämpfung eingestellt. Ja, doch schon. Der macht die ganze Zeit Schädlingsbekämpfung, aber er zeigt halt ein Hologramm an. Ach so, ja. Und in dem Fall ist es das Putzen, aber nun ja, die anderen halten sich halt nicht dran. Ich kann mal kurz mit ihm nochmal reden. Dann gucken wir gleich auf den. How can I improve your productivity? Aufzug hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, aber das wird vielleicht auch nichts bringen. The ground appears reasonably clear. Does that mean you'll unlock the elevator for us? And allow some incompetent droid to run riot in the control room? I think not. I think he's talking about you, Foster. Our cleaning skills weren't making enough of an impression. I needed something big. Something striking to clean if I was to impress the droid. Also die Wimpel aus dem Baum entfernen. Und jetzt müssen wir aber nur erfahren, wie. Kannst du jetzt mal auf den Hinweis gehen? Mhm. Kommen wir an die Wimpel vielleicht mit der Brechstange ran? Manchmal muss man erst das Chaos schaffen, um es zu beseitigen. Finde etwas in der Umgebung, um Unordnung anrichten können. Das Unordnung anrichten könnte. Also hatte ich auch recht. Ja. Okay, dann fortsetzen erstmal. Und versuch mal mit der Brechstange kurz die Wimpel irgendwie zu erreichen. Vielleicht geht das ja. Bitte einmal nur mal versuchen. Nee, es geht nicht. Okay. Hinweise. Eine Sekunde. So, Kakadus verursachen Chaos. Vielleicht ist hier irgendwo einer, den du anlocken könntest. Das haben wir auch schon alles gemacht. Das sind ja voll die doofen Tipps. Mhm. Aber vielleicht, wenn wir noch eine Stunde warten, dann haben wir den richtigen Hinweis. Schauen wir mal. Okay, also den Kakadu hatten wir schon angelockt. Mhm. Was ist denn, also irgendwie müssen wir vielleicht den nochmal zurücksetzen. Du meinst alles zurücksetzen? Ja. Und jetzt nochmal den Kakadu anlocken und dann, was macht dann dieser Schädlingsbekämpfer? Weil wir hatten ja bisher immer nur irgendwie, dass er Putzen anzeigt. Können wir das nochmal ausprobieren? Kannst du nochmal den Kakadu anlocken? Der zeigt die ganze Zeit an, dass er Schädlingsbekämpfer ist. Mhm. Siehst du das, was da unten steht? Ja. Also wir können ihn... Weiß ich nicht. Schädlingswarnung zeigt er jetzt an. Mhm. Ja, was passiert dann, wenn du jetzt den Kakadu anlockst und der sagt Schädlingswarnung? Können wir das mal probieren? Mhm. Ich weiß zwar nicht genau, was... Ja, einfach mal probieren, Loris. So macht man das doch. Here, boy. Nice gang, gang. So, der Kakadu kommt gleich. The gang gang snatched the mini-K before the vermin droid could reach it. It was obvious which one was smarter. Okay. Vielleicht nochmal in den Hinweis gucken? Oder hast du jetzt eine zündende Idee? Wir könnten Ambitionstag-Werbung dem Druiden abspielen lassen. Das könnten wir noch machen. Hm.
Warum geht das nicht? Was machst du jetzt eigentlich? Ja, das macht man so. Ja. Bei dem Spiel. Ja, los, ich bin halt sehr ungeduldig. Aha. Ja, ich spiele doch nicht hier, wir gucken in Hinweise. Dann kann ich auch in die Lösung gucken. Ja, aber wir haben ja schon einmal alles ausprobiert, oder nicht? Nee. Und kommen nicht weiter. Ich probiere gerade alles aus. Und wenn ich frage, kannst du mal was ausprobieren, dann sagst du, warum soll ich das tun? Ja, weil der Ausgang klar ist. Nice, Gang Gang. Gang Gang snatched the mini-K before the vermin droid could reach it. It was obvious which one was smarter. Also die Sprinkler gehen aber im Moment nicht, oder? Waren die denn gerade eben an, als wir das probiert haben? Nee, doch, jetzt waren die an. Also sie waren gerade eben nicht an. Jetzt sind sie an. Some old bunting had been left in the tree. Cleaning that up would surely impress Dee. Ja, ist ja voll das Chaos. Hm. Das ist ein Kakadu. Hinweis. Gut. Siehst du den Kakadu auf dem Balkon über deinem Spankles-Automaten? Lock ihn zum Baum. Das sollte dir einen Hinweis darauf geben, wie du hier weiterkommst. Okay, hast du den zum Baum gelockt? Nee, zur freien Ebene. Vielleicht geht das ja zum Baum? Mhm. Ja. Ja, probier mal. Oh, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Here, boy. Nice, Gang Gang. Ich bin doch gerade eben hier rumgelatscht. Aha, Baum. Na gut. Na, siehst du. Da hätte ich mal auf dich gehört. Mhm. Gang Gangs were fearless creatures. Da ist er. Until it came to getting wet. Oder? Warte, jetzt kommt er. Kannst du noch mal gucken, wenn er kommt? Jetzt hat er die Wurst geholt. Ich habe das jetzt nicht gesehen, du bist weggegangen. Hast du was gesehen? Ich glaube, der Wimpel ist weg. Nee, der ist da. Und du? Nochmal? Ja, du bist irgendwie weggegangen. Hey, Feathers! Fancy a mini-K? So, Baum. The Gang Gang wouldn't go near the tree with that sprinkler. Ach so, okay. Okay, also Sprinkler aus. Dann siehst du deswegen, also nicht weggehen. Erst die Wurst, dann der Rest. Es geht immer erst um die Wurst, Loris. Ja. Macht man die jetzt aus, oder was? Okay, jetzt hast du einmal geklickt und jetzt durfte sie aus sein. Gut, jetzt musst du ihn gleich wieder anlocken. The Gang Gang snatched the mini-K before the vermin droid could reach it. Oh ja. It was obvious which one was smarter. Mhm. Hey, Feathers! Fancy a mini-K? Ja, Wurst. Bitte, ich will die Wurst. Warte. Warum gehst du jetzt weg? Damit ich sehen kann, was da los ist. Ah, jetzt ist er im Baum. The Gang Gang was deep in the tree, well out of reach of the vermin droid. Neither was making a mess, unfortunately. Vielleicht musst du den jetzt auf Putzen oder so stellen. Den Kakadu.
Nee, die Drohne. Wir stellen die nicht auf Putzen, die zeigt nur Putzen an. Ja? Das bringt überhaupt nichts. Gut. Aber jetzt sind wir schon mal weiter, der Kakadu ist im Baum. Some old bunting had been left in the tree. Also ich würde jetzt nochmal das Wasser anstellen. Was hältst du davon? Mhm. Dann gibt's jetzt vielleicht gleich Chaos. The vermin robot seemed pretty keen to get a hold of that bird. Jetzt geht's aber los hier. No! No, stop it! You're making a mess! Loris, super! Sie darf nicht weggehen. Ja. Warum gehst du weg? Ja, so wirklich. Du kannst auch einfach lesen, was da steht. Hey, at least the bird's gone, right? That's pretty impressive. The vermin? The vermin is gone, but behold this! This looks like a war zone! To work! To work! Remember, cleanliness is next to Joeyness. Yes, that's always been my motto. So. Jetzt aufräumen, Lois, los! Joey, could you... Yes, yes, clean the whole area up, I get it. Kannst du die Wimpel nehmen? Ich kann auf jeden Fall nicht an dieser metergroßen Lücke vorbei. Joey, let's show your true talent. Get to work on that bunting. With pleasure. You know, Foster, I think I'm starting to get the hang of... Uh-oh. The bunting's tangled in my brushes. My motor! I think my motor is on fire! Foster, I'm too young and talented to die! Help! Quick, Joey, stop dropping! Look, stop and drop! Hurry! What's going on down there? I thought this platform was supposed to be... Officer Arana, I'm so sorry. The cleaning unit I was sent have proved to be wholly inadequate. The cleaning unit? Hello? Not what I'd had in mind, but my strategy had worked all the same. Now I could ask Arana about a travel waiver. Arana, just the person I wanted to see. Graham Grundy, what on earth are you doing here? I wanted to ask you about something. So I came down here hoping I'd find you. And you decided to get my attention by setting fire to this droid? A happy accident. I'm sure that T will clear this all up in good time. I'd better get on with my duties. Of course. Hey, listen, before you go... Loris. Ja, komm. Machen wir noch ein bisschen... Nein! Wie nein? Recycling Center! Ja. Not yet, but I think I have a lead. Mr. Grundy, I'm just a well-being officer. And I'm really not sure this is at all in the interest of your well-being. I get it. Kid goes missing, you want to help. But... This isn't for either of us to deal with. Leave these things to the appropriate ministries. Okay? Okay. Okay. Recycling Center, Loris? Ja. I was hoping you could get me access to the recycling center in the upper level. Area code E1594. On the industrial level. I'm afraid that zone is prohibited, unless you have a travel waiver. I know. Do you think you could authorize one for me? Why would you want to go to there? It isn't safe for civilians. It's about the missing child I told you about. I've been following some clues and... Shouldn't that be reported to the appropriate ministry? I've tried that, but no one seems to care. I don't know. This is all very... You've got to help me, please. Okay. I'll authorize your travel. Yeah. Waiver. But be careful. Got it. Thank you, Arana. There. I should get back to work. Keep a smile on your face. Und alles wegen der Wurst. I had the waiver I needed. Nee. Next step. Wegen dem Bär. Wegen dem Bär? Mama-Bär? Ja. Ach so. Ich dachte, die Wurst war schuld.
Okay, aber jetzt muss man Joey noch helfen. Okay. Loris. Loris, hinter dir. Kannst du jetzt den Joey da nicht hängen lassen? Nehmen. Don't worry, pal. I've got you. Oh, my goodness. Just gotta pull this. Ouch. Be careful with. Hallo? The droid shell was on fire. Abstand. Quite a safety hazard. Okay, du hast die Joey-Palette oder bekommen. Ja. Komm, wir gehen aber ins Klo, da ist so kühl. Machen wir nochmal Tür auf. Mir ist gar nicht mehr so warm. Dir? Mhm. Nee, ich hab Hitzewallung. Naja, muss man halt die Wurst, den Kakadu und alles, ist doch voll klar der Fall. Mhm. So macht man das bei Spielen. Take me to the Home Crescent Recycling Center. Travel waiver accepted. Wie lange machen wir noch? Ich weiß nicht. Du hast schon ziemlich lange gebraucht, oder? Yes, I'm sure. No one has ever asked me to take them up there before. Mind how you go, Citizen Graham. Was ist denn in deiner letzten Folge so passiert? 45 Minuten lang. Ja, da habe ich voll was erledigt. Es fing alles mit dem Klo an. Da war es schön kühl. The recycling center was located high in the city's industrial level. The place was filthy, noisy and smelled terrible. Na, dann kannst du ja gleich mal zeigen, was du drauf hast in der nächsten Folge. Ja, sowieso. Beyond a Steel Sky. Ja, mit der Wurst. Zeigst du mal, wie das geht mit dem Spiel hier? Ja. Mhm. Na, hast du doch gesehen. Mhm. Loris, wie lange spielen wir denn? Ist die Zeit schon um? Ja, die Zeit ist um. Das ging so schnell, das war so spannend. Also, das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja. Immer toll. Ja, finde ich auch. Ja. Durch meine Anleitung kommst du zum Ziel. Einfach prima. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.